Das war halt unser absolutes Ziel. Aber jetzt nochmal volle Konzentration weiterfahren, wieder hinter Flugplatz einlenken und oh mein Gott, wir stürmen! Glücklich, Glück. Vorbeiziehen, aber ich mach zu und er kann nicht vorbeiziehen. Was wetten wir? Eine Kiste Bier. Okay. Guten Morgen, Leute aus Köln. Es ist 6 Uhr. Es ist stockduster. Ja, auf der Kamera sieht es ein bisschen blau aus. In echt, es ist einfach nur dunkel. Ich sehe nichts. Ein fleißiger Jogger auf jeden Fall. Ein bisschen blinkende rote Lichter. Ansonsten ist es noch ziemlich ruhig hier in Köln. Aber ich fahre ja auch jetzt raus zur Nürburgring-Nordschleife. Zu meinem allerletzten Saisonrennen 2021. Und ganz ehrlich, Leute, jedes Jahr beim letzten Saisonrennen denke ich mir, das könnte mein letztes Rennen sein. Weil ich weiß nie, ob ich nächstes Jahr wieder irgendwo einen Vertrag bekomme. Sieht nicht schlecht aus, aber es könnte, ganz ehrlich, mein letztes Rennen sein. Und deswegen möchte ich es heute richtig genießen. Auf zur Nürburgring-Nordschleife! Guten Morgen! Ah, der Shuttle-Service! Morgen! Ich muss jetzt dasselbe Shirt wieder anziehen wie ich, danke. Ich hab sogar gleich die Jacke angezogen. Zieh an. Hat Mama uns heute Morgen gleich angezogen. Ne? Perfekt. Mein Team auf jeden Fall. Was bei dir falsch gelaufen? Elias war noch nicht mit uns an der Rennstrecke. Oha, C300D. Nette Maschine hier. Aussieht. Einfach kleine S-Klasse hier. Weil wir haben euch das noch gar nicht erzählt, aber wir haben unseren EQV nicht mehr. Unser Produktionsauto ist weg, abgegeben. Für unsere Zwecke zu wenig Elektroreichweite. Deswegen haben wir genauso eine C-Klasse, aber als Kombi eigentlich bestellt. Und dann wegen Halbleiter, habt ihr solche Nachrichten mitbekommen. Ich glaube, Deutschland produziert dieses Jahr so wenig Autos wie zuletzt 1975. Echt jetzt? Ja. Krank. Das ist echt krank. Nach der Corona-Krise gab es irgendwie noch einen Brand in irgendeiner Fabrik in Asien. Und auf einmal so, huh, wir haben nicht mehr genug. Und ganz, ganz viele Autohersteller können keine Autos produzieren. Mercedes auch oder halt nur sehr wenig. Unser Auto wurde deswegen von September verschoben auf nächstes Jahr irgendwann. Und wir haben gesagt, komm, wir gucken dann erstmal wann anders weiter. Aber wir dürfen die zumindest dieses Wochenende mal ausprobieren. Danke Mercedes Köln, das ist ja nett von euch. Und wie du schon gesagt hast, Mini-S-Klasse-Feeling hier auf jeden Fall. Ne? Also, let's go, eine Stunde Nürburgring. Wir sind spät dran. Power, power, push, push. Ich bin nämlich der erste Fahrer dieses Wochenende, Junge. Meine beiden Teamkollegen weniger Erfahrung auf dem Auto als ich. Waren gestern Training langsamer. Auf mir ruht die Verantwortung das Qualifying eine gute Zeit zu setzen. Das ist doch geil. So, ich muss als erster rein jetzt. Let's go, Leute. 8.30 Uhr in der Nordschleife. Qualifying. Okay, jetzt möchte ich nochmal von der Fahrerseite probieren. Let's go. Bordmodus, perfekt. Also Auto fährt sich nice, aber jetzt stehen wir mal in einen richtigen Rennwagen rein. Nur es ist so viel Nebel hier, ihr habt es gesehen. Hoffentlich findet überhaupt alles pünktlich statt. Gleich so, der Herr. Dankeschön. Wir müssen sich noch akkreditieren, ich war gestern schon hier. Amoi, der Opel-Fahrer. Erinnert ihr euch noch an ihn hier? Wir blenden mal kurz die Szene ein. Denkt mir schon, jawohl, jetzt haben wir den Dreck uns hier voll fast aufs Gras. Und was ist das denn? Das ist aber nicht ganz die feine englische Art. Wir fahren außen um ihn herum einfach, das können wir auch, aber wir drehen uns wieder ab. Aber sehr, sehr geiles Duell auf jeden Fall. Dir auf jeden Fall viel Glück. Ja, dir auch. Macht's gut. Dankeschön. Oh ne, nicht der. Hallo, sag ich gerade. Guten Morgen. Wir haben einfach einen Bus dieses Wochenende hier, der Teichmann Racing Bus. Dankeschön. Morgen. Und nicht irgendein Bus, ein richtiger VIP-Bus hier. Schaust du dir mal an. Snacks sind hier am Start, ein bisschen Obst und natürlich mein Rennanzug. Hast du es gut gefilmt? Ich hab's richtig gut gefilmt. Oh, stark. Kann ich mich bewerben? Besser nicht. Es ist Nebel, es ist so viel Nebel. Der Start ist verschoben, Leute. Fangen eine Stunde später an oder so. Es ist aber auch schon krass neblig, muss man sagen. Also, dass wir gerade nicht fahren können, ist, glaube ich, logisch. Immer noch Nebel am Start, aber es ist meine Chance. Nicht weggehen! Ich kann endlich nämlich meine Teamkollegen euch vorstellen. Also einmal Manuel ist ungefähr, ihr könnt euch vorstellen,
Ala Valente auf Wish bestellt? Nein, nicht. Er hat den exakt gleichen Akzent, den ich gleich merke, auch Schweizer. Du fährst sonst, fährst ja auch häufig zusammen mit Flo. Eigentlich immer. Nordschleife-Erfahrung haben die beiden Jungs auf jeden Fall viel. Sind halt sonst M4 GT4 gefahren und jetzt zum ersten Mal in dem KTM Crossbow GTX. Das heißt, ich habe am meisten Erfahrung auf dem Auto tatsächlich. Ihr habt aber mehr Nordschleifen-Erfahrung. Wir machen auf jeden Fall ein gutes Wochenende hier. Gehen wir auch noch einmal rüber. Der Florian ist auch ganz entspannt auf dem Boden. Aber eigentlich eben im BMW. Warum jetzt KTM wieder? Ja, weil es einfach ein geiles Auto ist. Ne? Als Rennfahrer versucht man eben das Maximum rauszuholen. Und beim KTM ist halt der Fahrspaß halt noch mehr gegeben. Das stimmt. Kann man ordentlich Laune mit haben. Und ja, so langsam glaube ich wird der Nebel weniger. Und dann können wir endlich richtig fahren. Ich bin hier ganz fleißig am Fotos machen, versuche mich hier auch ne, das Team ordentlich zu präsentieren und so wird das gedankt, ja, dass mein Name hier so beschmiert wird. Zu der Laden, da haben wir es wieder. Perfekt. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, ich freue mich echt mega. Die Sonne scheint, ja. Es ist irgendwo hinten ist noch zu viel Nebel, sonst würden wir schon starten. Es dauert gerade ein bisschen. Deswegen wird Quali und Rennen verkürzt. Aber ich freue mich einfach, dass so viele Menschen hier wieder am Start sind. Weißt du, dass Zuschauer hier in die Boxengasse rein dürfen. Das gibt es in nur ganz wenigen Rennserien. Das ist hier richtig Nürburgring, VLN oder NLS, wie es jetzt heißt. Und ich kenne das hier alles immer nur mit Corona-Bedingungen, dass man hier gar nichts durfte. Und dass jetzt wieder ein bisschen normaler alles wird, finde ich sehr, sehr cool. Aber noch mehr freue ich mich, wenn wir endlich ins Auto dürfen. Und jetzt geht's noch weiter hier. Kein Wunschkid Racing. Womit habe ich das verdient? Womit hast du nicht verdient? Ich repräsentiere das Team ganz gut. Du repräsentierst das Team. Ja. Du bist kein Wunschkid, Walter. Nein! Du bist jetzt gerade Vater geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch guter Name. Ja, das ist auch so bei das dir. Problem. Ich kann den Pullover nicht mehr tragen. Was ist eigentlich bei dir passiert im Gesicht? Ich passe dir nicht so ein bisschen an. Michael hat gesagt, so, weißt du, du siehst immer so alt aus neben dem jungen Knaben mit der hier, Kleidergröße 164. Da dachte ich mir, gut, muss ich mal rasieren. Größer als du, mein Lieber, ja? Mit Ober finde ich immer so ein bisschen die Teichmann-Figur eigentlich. Nicht auf Bauchfilm, das war gemein. Felix, geht jetzt noch 3 Stunden, das hast du gehört. Das wird jetzt ein Sprint. Ja. Spürst du schon Druck? Ich bin Sprintrennen gewöhnt. Ja. Glaubst du, dass ihr vor uns landet? Ja. Was wetten wir? Eine Kiste Bier. Also ich meine im GT4, dass jetzt nur weil wir hier 3 Rookies auf dem Auto sind, oder fast Rookies, ein Rennen habe ich ja, dass die schneller sind. Da haben sie sich aber getäuscht. Aber das Ding ist ja tatsächlich, wenn wir kürzer jetzt fahren, müssen die vielleicht einen Stock weniger machen, weil die, mehr, ne, die sind halt spritsparender. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man die Masse ansieht, die da im Auto ist. Aber anscheinend. Weißt du, Felix, man könnte ja auch psychologisch klug spritsparend fahren. Aber das muss ein Alarm. Knallgas. Ja, das ist eine gute Einstellung. Alles, was geht. Das ist immer gut. Wir landen vorne. Kiste Bier ist unsere. Kriegst du eigentlich unterm Overall jetzt einen Schlüpper oder nicht? Ja. Also feuerfest und darunter Schlüpper? Auch. Ja, einfach. Für den Lusttropfen, damit der nicht direkt. Ja, also ich habe echt keine Lust, immer wieder das so neu zu kaufen nach jedem Rennen hier. Weil feuerfest Unterwäsch kostet, weißt du? Du. Das geht auch nie wieder raus. Wäschst du selber? Nö. Nee. Angestellt. Du kaufst neu. Ja. So ist das im Kranhaus, da wird neu gekauft. Aus dem Fenster raus, wär immer ein Stockwerk runter, die freuen sich noch. Ah, super. Naja, das wird immer durchgereicht. Und irgendwann kommt es unten an. Das war ein Witz, ne? Also musste erst die Bremsen einfahren, das hat Zeit gekostet und dann meine 2 schnellen Runden, die waren beide mit Code 60, also jetzt haben wir eine Scheißzeit deswegen, wenn man da zwangsweise langsam fährt. Das kostet halt direkt eine halbe Minute locker. Ja. Ärgerlich. Ich hoffe, wenn wir jetzt fahren können, dann sehen wir, wo wir starten. Okay, ich habe jetzt gerade noch auf die Zeit geguckt, trotzdem P15 gewesen mit der Zeit. Wahrscheinlich waren die meisten in der Code 60. Aber trotzdem, jetzt fahren alle halt nochmal schneller, also mal gucken, dann liegt jetzt an meinen Teamkollegen, wo wir am Ende landen. Thank you.
schnell was futtern, weil geht ja durch den verengten Zeitplan jetzt richtig schnell, gleich jetzt schon zum Start. Deftiges Rennfahreressen hier. Also hier unten sammeln sich die Zuschauer wieder vor unseren Autos. Und ich wollte euch noch was zeigen, was ich vorgestern gemacht habe. Aber ich habe ja von Birgi Birksmann gelernt, wie man das macht. Einfach einmal kurz zum Außenreporter schalten. Felix, kannst du mich hören? Wo bist du? Okay, danke für die Überleitung, Felix. Ich stehe direkt an der Rennstrecke in der Boxengasse, aber das Grinsen steht mir noch ins Gesicht geschrieben. Ich durfte nämlich gerade diesen KTM Crossbow fahren, aber das ist nicht irgendeiner, sondern das ist einer mit Straßenzulassung. Aber gleichzeitig ist absolute Track-Tool, denn das hier ist die KTM Crossbow Teichmann Racing Edition. 415 PS, ungefähr 900 Kilo Gewicht. Das Ding ist eine Rakete, das ist auf der Nordschleife wahrscheinlich so schnell wie ein 911 GT2 RS. Also Bridge to Gantry Time unter 7 Minuten, ja, die Experten wissen, was damit gemeint ist. Und Teichmann Racing hat all ihre Erfahrungen aus dem GT4, GTX auf der Nordschleife hier rein in den Straßen-Crossbow gestellt. Ist ja auch ganz gut zu sehen, also Rennsporttechnik, Leute. Größere Bremsen sind am Start. Und ja, es ist einfach das perfekte Track-Tool mit der Performance von einem Porsche zu einem sehr, sehr, sehr viel günstigeren Preis. Aber steigt mit ein, ich bin in eine Runde gedreht. Und damit willkommen kurz onboard, Leute, hier im Straßen-Crossbow in der Teichmann Racing Edition mit 415 PS. Es hat so Laune gemacht, den hier um die Kurven zu bewegen. Wenn du rausbeschleunigst, kannst du ein bisschen Wheelspin haben, so ein bisschen Power-Oversteer. Das macht so Laune zu fahren, aber kannst auch Traktionskontrolle und ESP so einstellen, dass du einfach nur schnell und perfekt fährst. Also krasses Teil, richtig gut entwickelt von Teichmann Racing, kann man nicht anders sagen. Und für mich ein guter Vorgeschmack auf das Rennwochenende. Und zudem springen wir jetzt auch zurück. Perfekt, in dem Straßen-Crossbow steckt also ganz viel von dem Know-how, was hier auf der Rennstrecke erfahren wurde. Und um noch mehr davon zu sammeln, aufessen und dann geht's schon zum Start. Und? Wie fühlt sich's an, hinter mir zu starten? Ne? Das letzte Rennen, das wir zusammen gefahren sind, da haben wir die Jungs überrundet. Das sah so aus. Wir haben euch gerade überrundet. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich neidlos anerkennen, der Eve steht vor mir im schlechteren Auto, aber das war halt eine Cold-Sixie-Situation. Das ist ein bisschen eine Lotterie, wer wann wie frei war. Ja, ich weiß, es ist trotzdem Lotterie. Ich möchte euch ja nicht unterbrechen, aber Eve ist halt wieder einer dieser kläglichen Versuche, wo du hier Reichweite abgreifen willst. Ja, natürlich. Weißt du, ich sehe dich hier quasi 3 Tage lang hinterm Felix rumlaufen, um Reichweite zu bekommen. Ja? Wusstest du schon, dass der Eve übrigens seinen Namen auch am Arsch hat? Ja, zeig. Geil, gell? A plus auch noch. Aber ihr seht, wir starten von Position 3 in dieser zweiten Startgruppe. Ich von der 2, der andere GTX von der 1. Die sind so schnell, das wird sehr, sehr schwer für uns, die zu holen, weil wir einfach mehr Erfahrung haben. Aber den GT4 von Yves und von Georg, den müssen wir holen. Werdet ihr nicht. Möchtest du erhöhen auf eine zweite Kiste Bier? Nein, ich werde nicht die Wette auf eine zweite Kiste Bier erhöhen. Nein. Warum denn nicht? Eine Kiste Bier ist genau richtig. Okay. Die haben wir. Ihr habt da bis zur ersten Kurve. Dann werde ich nämlich vorbeigehen. Okay. In der ersten Kurve. Ich habe mehr Topspeed als du. Und? Wir starten nebeneinander. In der ersten Kurve bin ich da vor dir. Aber ich bin innen und ich zeige es dir. Wir fahren so los. Das ist Yves, das bin ich. Wir fahren so los. Und dann ist Startfreigabe, ich habe mehr Power, ich gehe nach vorne, fahr so vor dich. Okay. Und wenn du mir da hinten reinfährst, dann hast du ein Problem. Ja, aber du vergisst eine Sache, 22 Kilometer Strecken mit Kurven. Ja. Und da hole ich meine Zeit dann wieder. Wenn ich einmal vorne bin, wirst du nicht mehr vorbeigehen. Wir werden es ja sehen. Die Kiste Bier, die bleibt bei unserem Auto. Wie bekommen wir dann nämlich von euch? Das glaubst du. Ja. Träum mal. Ganz klar, erste Kurve müssen wir vorne sein. Das ist jetzt die Ansage, Leute, ja? Gleich Start hier. Ja. Letzten Saisonrennen 2021. Letzter Schluck Wasser geht rein. Euer Chef ist ein Arsch manchmal, wisst ihr das? Und damit willkommen onboard, Leute. Die Spannung war zum Greifen nahe, denn vor mir ist Yves. Wir machen beide nochmal hier unsere Reifen warm auf der letzten langen Geraden auf der Döttinger Höhe, bevor es gleich zum fliegenden Start übergeht. Ganz wichtig, denn wir beide wollen hier natürlich es uns gegenseitig beweisen. In der Startaufstellung, habt ihr schon gesehen, wir haben gesagt, wer von uns beiden wird in der ersten Kurve vorne sein. Gleich sehen wir es, wenn es losgeht. Nochmal kurz zur Einordnung, sein Wagen, KTM Crossbow GT4, er hat ungefähr 400 PS mit der BOP hier. Ich habe ungefähr 430 PS mit der BOP. Sein Auto bisschen leichter, 150 Kilo leichter, aber insgesamt trotzdem sollte meiner schneller sein. Aber Yves ist halt ein extrem guter
Fahrer, der wahrscheinlich beste Fahrer derzeit bei Teichmann. Jetzt ist der Start eröffnet und er kann direkt wegziehen, während ich in den Porsche festhänge. Kurz rechts gucken, okay, wir können durchziehen. Rechts vorbei. Also an dem sind wir durch. Der war nur vor uns, weil er eben im Qualifying eine gute Runde am Anfang erwischt hat, wo es noch keine Code 60 gab. Jetzt sind wir natürlich klar vor ihm, hinter dem KTM von Yves und müssen jetzt erstmal gucken. Ich will direkt von ihm vorbei. Ich habe gesagt, erste Kurve bin ich vorbei, aber nein, ich bin außen und er ist vorne. Das gibt's doch nicht. Verflixt, Leute. In dem Moment, da darf das jetzt nicht wahr sein. Okay, ich muss so schnell es geht irgendwie an ihm vorbei, denn ich habe das schnellere Auto. Nicht viel schneller, aber ein bisschen schneller ist es definitiv. Also jetzt innen antäuschen, wir gehen rein. Nein, er macht zu und sagt ganz klar, du, ich sitze hier zwar am GT4 und du im GTX, aber weißt du was? Ich will trotzdem vorne bleiben. Ich wollte es mir natürlich zeigen. Ja, da gibt es ja alles, um irgendwie vorne zu bleiben. Das ist natürlich das Größte für sein Team, für sein Auto, wenn die es schaffen, vor uns im GTX zu bleiben. Und für mich, also, das darf ich nicht zulassen, Leute. Ich muss da vorbei. Also, weiterhin hier, Kurzanbindung. Jetzt hinter ihm bleiben. Und ich, eigentlich bin ich zwar weg, aber wieder antäuschen. Einfach nur, um zu zeigen, hey, Yves, mir ist egal, ich gebe hier Vollgas drauf, da auf den Körb. Ich will unbedingt um jeden Preis hier vorbei. Jetzt einen besseren Exit erwischen. Vollgas geben, wir beide nutzen die Strecke bis zum Kies aus. Und jetzt bin ich in den Windschatten einmal geflasht, um zu zeigen, yo, 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 du, ich komme jetzt, komme was wolle. Also, ganz hinten dran. Aber er verteidigt richtig clever und zwar innen. So will ich es auch machen, denn jetzt kann man kaum was machen. Ich bin zwar vor ihm, links seht ihr ihn im Spiegel, aber er ist halt auf der Innenseite. Ich kann nicht einlenken in die Schikane, weil da ist er. Also, fast ins Kies rein, muss mich wieder hinter ihm einordnen. Mega gut verteidigt auf jeden Fall von Yves. Und das, man muss es halt einfach immer wieder betonen, der ist im langsameren Auto. Und trotzdem bleibt er vorne. Verdammt stark auf jeden Fall, wie er da fährt. Ich wusste. Ja, und ich versuch's wieder, aber nein, keine Chance. Er lässt mich nicht durch. Und beziehungsweise das sowieso nicht, aber er lässt mir auch keine Chance zu überholen. Also macht er verdammt stark. Aber ja, ich wusste, dass Yves ein extrem guter Fahrer ist. Aber erst jetzt hier habe ich gemerkt, als ich hinter ihm gefahren bin, wie verdammt gut er ist auf der Nordschleife. Für mich ist es jetzt zwar schon, bin ich einige Rennen dieses Jahr gefahren auf der Nordschleife, aber es ist mein erstes Jahr auf der Nordschleife und dementsprechend habe ich immer noch nicht die Erfahrung, die er mittlerweile hat und den Skill, den er einfach hat. Also wirklich ein absolutes Talent, der Yves. Und da dachte ich mir jetzt, okay, aber ich kann ein bisschen jetzt von ihm lernen. Ich kann ein bisschen gucken, wie er fährt und ich suche mir eine Chance, um vorbeizugehen. Wir sind jetzt auf der Nordschleife, nicht mehr auf der Grand Prix-Strecke, ne? Es ist, ihr kennt es mittlerweile, es ist eng, es ist schwer, hier vorbeizugehen. Da muss man sich das alles genau zurechtlegen. Das ist der Flugplatz jetzt hier. Kurz vorm Gas gehen, jetzt wieder voll beschleunigen und jetzt kann ich meinen Vorteil ausspielen. Denn mein Hauptvorteil mit dem Crossbow GTX ist auf jeden Fall, dass ich ein bisschen mehr Topspeed habe, was das Überholen hier angeht. Ja? Also ich kann mich jetzt hier im Windschatten ansaugen und ein paar km/h mehr habe ich und damit könnte ich jetzt hier mich rechts einfach neben ihn setzen und damit hier beim Schwedenkreuz. Ganz heikle Sache nebeneinander, aber wir schaffen es, nebeneinander durchzugehen. Und damit bin ich vorne jetzt in der ersten Runde. Hab natürlich ein bisschen Platz leider nach vorne schon verloren, aber gut, da vorne, ich glaube, der Hendrik Schill ist gefahren, der ist auch verdammt gut. Und jetzt wechseln wir mal auf die Perspektive von Yves. Das hier ist Onboard bei Yves. Leider ist der Ton von seiner Kamera nicht ganz so gut, aber trotzdem, ihr seht oben links auch zum Beispiel die Karte, das ist ganz cool. Da seht ihr, wo wir hier gerade sind, auf der Nürburgring Nordschleife, auf dieser langen, langen Strecke. Und ihr seht jetzt auf jeden Fall im Bild vor ihm, das bin ich, im KTM Crossbow GTX. So ein geiles Auto, schaut es euch an. Vor allem von vorne finde ich mega, aber auch hinten. Ist einfach wie so ein kleiner Prototyp, der einfach nur zum Rennfahren gebaut wurde. Oben auf dem Körper rauf und wieder runter. Und Yves sitzt direkt hinter mir und der denkt sich halt auch, yo, der ist jetzt zwar vorbei, aber das Ding ist noch nicht gegessen. Ich hole ihn mir nochmal. Und ja, ich sag mal so, der gibt auch alles. Ich komme jetzt so schnell durch die Kurve durch, aber auf der Bremse kommt dann auch schon wieder den Ticken näher ran. Jetzt sind wir später ein bisschen gesprungen in der Runde. Das ist jetzt hier, geht es einmal ins Karussell rein auf den Nordschleife. Da wird man richtig durchgeschüttelt. Ne? Wir springen einmal zu mir rüber. Vollgas wieder raus. Ich hatte so einen Druck, weil er die ganze Zeit, ihr seht es im Spiegel, also Spiegel haben wir ja nicht, aber wir haben links von Kappa das System mit den Kameras und in der Mitte eine normale Rückfahrkamera. Ich wusste, er ist die ganze Zeit hinter mir. Die ganze Zeit ist er genau da. Und er zeigt sich hier auch an Stellen, wo man kaum überholen kann eigentlich. Aber der, ne? Ich meine, wir sind Teamkollegen. Das Schlimmste, was passieren dürfte, wäre, wenn wir beide rausfliegen. Das wäre mit Abstand das Allerschlimmste. Auf gar keinen Fall dürfen wir beide abfliegen. Aber er will natürlich um jeden Preis will er nach vorne. Weil damit würde er es ja alle nochmal hier so richtig zeigen, dass er hier mich im langsamen Auto überholt. Also gibt er alles und geht hier einfach mal rechts rein. Ich erwarte nicht mal, dass er da ist, aber Gott sei Dank sehe ich es im letzten Moment. Und wir gehen parallel den Berg hoch und dann ist wieder links rein.
kann ich gerade so den Platz noch vorne behalten. Wir fahren zum Brünnchen. So viele Fans, das ist so, so cool gewesen, das hier zu sehen, wie viele Leute hier zuschauen. Mega, mega geil. Und ich bin die ganze Zeit nur am in den Spiegel schauen. Ne? In der Mitte seht ihr, ich sage immer Spiegel, aber es ist ja die Rückfahrkamera oder die Rückkamera zumindest. Und dann links wieder in den digitalen Außenspiegel. Ich sehe die ganze Zeit Yves und weiß, ich muss alles geben, um irgendwie hier meinen Platz verteidigen zu können. Jetzt kommst du zu der Stelle, wo beide Autos abheben werden, wo wir beide springen. Ja, achte mal aufs Auto vorne, das bin ich. Und zack, einmal gesprungen. Er springt auch. Nimmt noch ein bisschen mehr Speed mit als ich und kann hier sozusagen wieder ein kleines Stückchen auf mich aufschließen. Das sind echt die Passagen, wo ich jetzt auch mir richtig gut mal gucken kann, wo ich noch Zeit verliere, auf Yves, wo ich für die Zukunft was besser machen kann. Immer wenn da ein bisschen Rauch rauskommt, so wie gerade seht ihr, da setzt das Auto so leicht auf den Rädern auf. Deswegen kommt da so ein bisschen Qualm dann raus. Ist jetzt nicht super schlimm, aber ist auch nicht so gut. Müssen wir setupmäßig noch mal ein bisschen was gucken, weil das ist echt sehr viel passiert in dieser Runde. Immer mehr aufsetzen. Jetzt, ich versuche hier einfach mal sich hier einzusetzen, wo man eigentlich nicht überholt, aber irgendwie schaffe ich es vorne zu bleiben. Halleluja, da war ich auch nochmal wieder überrascht, dass er da reingeht, aber ja, Yves kannte da gar nicht so. Der hat hier super hart ist er gefahren, aber fair, muss man sagen. Also es war durchgehend alles fair. Wir haben uns beide nichts geschenkt, aber wir waren beide fair zueinander im Team, selbstverständlich. Na, niemand von uns wollte den anderen raushauen, aber wir beide wussten auch, wir geben alles, um irgendwie vorne zu bleiben. Jetzt rausbeschleunigen, ganz wichtig, Leute, dass ich jetzt nicht aus dem Windschatten überholt werde. Deswegen wusste ich, ich muss ein bisschen jetzt tricksen, ein bisschen gucken, was ich jetzt hier mache, auf der langen Döttinger Höhe hier. Denn im Windschatten, ich habe zwar nicht mehr Topspeed, aber ihr seht, im Windschatten kann Yves einfach mithalten. Der fährt 257 und rechts hier, der 260. Das ist 265 erreicht. Das ist Sonne 66, das ist schneller, als er normalerweise halt fahren kann. Aber weil er im perfekten Windschatten von mir ist, ziehe ich ihn praktisch einfach mit und ich denke so, fuck, 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 warum komme ich nicht weg von ihm? Ich gebe doch Vollgas. Funk jetzt gerade noch zum Team einmal durch. Mein Spritverbrauch, das müssen wir auch immer machen. Also auch im Duell muss man das machen. Ihr seht, vorne ein bisschen qualmt alles, weil das Auto komplett aufsetzt. Immer ein bisschen komisches Gefühl im Auto, weil man dann kurz die Kontrolle, also kurz fährt das Auto so ein bisschen geradeaus, aber naja, weiter geht's, Leute. Konzentration hochhalten. Die erste Runde ist abgeschlossen und ich meine erstmal, ja, die erste Runde Nordschleife ist vorbei und wer ist vorne? Felix von der Laden im GTX. Sollte ich auch sein, aber war wichtig, dass ich es auch irgendwie geschafft habe, dass ich vor dem GT4 bin und Alter, mein Puls ging so hoch, Leute. Ich war auf der Nordschleife noch nie so angespannt wie jetzt, aber es war geil, Leute. Es war richtig cool, weil ich wusste, dass es geht gerade um was, ja? Wir fighten gerade hier wirklich miteinander. Er ist zwar im schlechteren Auto, aber er ist der bessere Fahrer und so gleicht sich das so ein bisschen aus, so als ob man irgendwie Formel 1 im Spiel spielt und der eine kriegt ein gutes Team, der andere ein schlechteres Team, sodass man dann richtig fighten kann. So war das hier ungefähr mit Yves. Ihr seht, ne, er täuscht an, er guckt, wo er vorbeigehen kann und ich platziere mein Auto an den Stellen, wo er seins in der Runde vorher platziert hat, damit ich nicht vorbeikomme. Beide gehen ganz, ganz weit raus. Also er hat auch nach dem Rennen gesagt, so er hat nirgendwo da irgendwo gezögert. Er hat versucht, alles zu geben. Er ist wirklich am Limit gefahren. Geht jetzt hier auch wieder rein. Im Hatzenbach, also das ist wirklich, der versucht hier an allen Stellen, denn er weiß, das sind halt hier diese engen Stellen, wo es am schwierigsten ist zu überholen, logischerweise, weil ihr seht, die Strecke ist halt super eng. Aber da ist er am besten. Da nimmt er mir am meisten auf jeden Fall ab an Zeit. Das ist seine beste Chance zu überholen. Jetzt hier, wenn es so aufs Rausbeschleunigen geht, dann hat er nicht mehr so richtig die Chance, da mitzuhalten. Außer natürlich, er reiht sich im Windschatten ein. Und da ist er jetzt wieder. Er ist einfach in meinem Windschatten. Eigentlich würde er nach hinten abfallen, wenn wir beide gerade unabhängig voneinander fahren. Aber im Windschatten wird er mitgezogen. Und jetzt hier in dieser super schnellen Passage hinterm Flugplatz mit über 200 km/h geht es durch die Kurve. Ist immer so, das Auto so gerade so am Limit. Und ich musste alles geben, Leute. Ich bin so schnell gefahren wie noch nie. Ich habe meine schnellste Rennrunde hab ich gefahren, die ich je gefahren bin auf der Nürburgring Nordschleife. Mit ihm hinter mir, obwohl ich verteidigen musste. Aber weil er mich gleichzeitig so gepusht hat. Hier, Schwedenkreuz hier wieder. Auch so eine Vollgaspassage, wo man leicht vom Gas geht, nur aber nicht zu viel. Dann wieder ans Gas, das Auto muss stabil bleiben. Und dann anbremsen und jetzt geht es weiter Richtung Fuchse runter, wieder über den Körb. Alles an Strecke ausnutzen, was es gibt. Denn wenn ich mir irgendwo einen Fehler erlaube, dann ist klar, dann ist ich vorbei. Ja? Da mache ich gar nichts. Ich muss hier wirklich jetzt das komplette Rennen oder zumindest meinen kompletten Stint muss ich fehlerfrei fahren. Ansonsten wird Yves vorbeigehen. Und das war ein echt hoher Druck. Wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Ihr seht, war nochmal leicht neben mir. Ich habe mich aber dann doch irgendwo vorne behauptet. Also diese ganze Runde über war er hinter mir. Auf der Grand Prix-Strecke war ich immer ein bisschen besser, weil die kenne ich einfach gut. Und da kann ich ein bisschen mehr Risiko noch gehen. Und da konnte ich ein bisschen distanzieren. Hier auf diesen schnellen Abschnitten konnte ich auch ein bisschen weggehen. Also auch schnelle Kurven bin ich eigentlich immer ganz gut gewesen, mit, was natürlich einfach auch im Auto liegt. Aber gerade in diesen super engen Sachen, da hängt er mir einfach hinten dran. Und auf den schnellen Abschnitten, wo ich eigentlich schneller bin, kann er halt durch den Windschatten auch wieder was gut machen. Und so ist der kleine Unterschied von den Autos, wird halt dadurch eh noch kleiner. Und einfach, er fährt verdammt gut. Jetzt seht ihr auch wieder, ja, wir sind wieder auf der Döttinger Höhe. Und ich muss jetzt richtig tricksen. Jetzt so ein bisschen trudelig von links nach rechts mit dem Auto, um den Windschatten kaputt zu machen, ja?
break the toe. Also ich berühre kaum das Lenkrad. Ihr seht ja, ich trudel einfach so ein bisschen von links nach rechts. Das sind keine Verteidigungsmanöver. Er ist ja nicht in Verteidigungsreichweite. Aber ich versuche einfach irgendwie diesen Windschatten kaputt zu machen. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich kann einen kleinen Abstand auf ihn aufbauen. Und das ist genau das, was ich brauche. Weil ich denke mir, und jetzt wieder hier kurz aufsetzen, ist so ein bisschen ekelhaft gewesen, jetzt so vorne im Auto, Leute. Oh, mit 250 da oder 270 durch die Senke und dann setzt es so kurz auf. Aber ja, es geht weiter. Wir fahren wieder auf die Stadt hier gerade. Und ich wusste, ja, ich habe einen kleinen Vorsprung. Man sieht das Auto noch, nur noch leicht in den Kameras. Aber einen kleinen Vorsprung habe ich und ich wusste, jetzt kommt die Grand Prix-Strecke. Hier muss ich weiter einen Vorsprung aufbauen, hier bin ich gut. Und wenn ich das schaffe, dann ist er nicht mehr in meinem Windschatten und kann dementsprechend nicht mehr so ganz an mir dran sein. Ihr seht, wir sind jetzt wieder auf den Nordschleife, wieder ein bisschen gesprungen. Ich bin immer noch so vor ihm, dass er nicht mehr so stark von meinem Windschatten profitiert. Und das wusste ich, wenn ich genauso weiterfahre, dann kann ich einen kleinen Abstand auf ihn aufbauen und kann das Auto zurückgeben an meine Teamkollegen vor ihm. Und das wäre ganz, ganz wichtig. Weil mein Verdacht war, wenn ich das Auto an meinen Teamkollegen abgebe, der Yves ist gerade auf jeden Fall der stärkste Fahrer, der im GT4 sitzt, danach können wir den Vorsprung auch halten und dann kommen wir vor den ins Ziel und das war halt unser absolutes Ziel. Aber jetzt nochmal volle Konzentration, weiterfahren, wieder hinter Flugplatz einlenken und oh mein Gott, Quersteher! Holy shit, bei über 200 km/h so ein Quersteher, jetzt bin ich ganz langsam im Auto, Yves kann deswegen jetzt hier vorbeiziehen, aber ich mach zu und er kann nicht vorbei und regt sich richtig am Funk auf, dass ich das Manöver da gefahren bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal Wiederholung, ihr seht, oh, das hier war der Quersteher, deswegen bin ich halt langsam. Ich finde nicht, dass ich unbedingt was falsch gemacht habe. Unten links seht ihr jetzt, da kommt der Yves an und ich mache halt mit einer leichten Bewegung mache ich das zu. War natürlich hart, dass ich ihn nicht, dass ich zu mache, aber natürlich, ey, es geht hier um alles. Da mache ich zu. Ich würde sagen, es war noch früh genug, aber ich kann auch verstehen, dass Yves da weiß mit viel Speed, dass man da ein bisschen sauer wird. Das ist einfach Adrenalin. Und jetzt hat er trotzdem die Chance, mich zu überholen. Ich sehe es im Spiegel. Er ist an mir dran. Ich kann nicht runterschalten. Ich kann nicht runterschalten. Ich bin im fünften Gang. Ich konnte nicht runterschalten beim Bremsen. Ich versuche, und ja, jetzt habe ich keine Power, um rausbeschleunigen. Statt im dritten Gang muss ich im fünften Gang rausbeschleunigen. Yves geht vorbei, ich konnte nicht runterschalten. Im Nachhinein, Leute, nach angucken würde ich sagen, ich war wahrscheinlich beim Anbremsen minimal so 1% auf dem Gas und dann kannst du nicht schalten. Dummer Fehler von mir. Also wahrscheinlich war es das, weil ansonsten war alles normal. Konnte ich einfach nicht runterschalten hier. Nur deswegen ist er vorbei. Und ihr hört's. Oh Mann, sage ich. Ich wusste, das war jetzt entscheidend. Jetzt ist er vorbei und das wird jetzt schwer, nochmal an ihm vorbeizukommen. Ihr seht nochmal, hier jetzt, ich habe mehr Geschwindigkeit als er, aber ich komme halt nirgendwo vorbei, weil er sein Auto jetzt halt gut platziert. Super, super schwer. Und dann ist er auch einfach verdammt gut gefahren, sodass ich keine Chance mehr hatte, ihn zurück zu überholen. Also Respekt, Yves. Ich wusste, dass du gut bist, aber mega Respekt an dich. Er war auf jeden Fall vorne und er wäre vorne geblieben. Hätte er nicht. Ihr seht's. Wir gehen vorbei. Easy gehen wir an ihm vorbei. Denn er hat dann später einen Schaden am Krümmer und musste deswegen langsam machen. Die mussten das Auto sogar retiren. Also mussten, sind ausgefallen. Mega, mega schade. Ich wäre gerne noch, hätte weiter mit ihm gefightet. Denn das hat so viel Spaß gemacht auf der Nordschleife. Wirklich gegen meinen Teamkollegen, gegen ihn zu fighten. Es war so cool. Danke, Yves, für diese fairen, nicen Duelle. Gerne in Zukunft wieder, wobei vielleicht fahren wir in Zukunft zusammen auf einem Auto, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, Leute, die Pläne für die nächste Saison. Jetzt seht ihr erstmal, bin ich im Duell jetzt gleich mit einem GT3 Cup Porsche und gegen den, ja, da ziehen wir easy vor hier, einmal beim einen, einmal anbremsen und der GT3 Cup bleibt rechts und wir sind durch. Ich meine, ja, das ist auch für Position im Gesamtklassement, aber es hat sich nicht so angefühlt wie die Manöver gegen Yves oder mit Yves und der Fight mit ihm. Das ist einfach Motorsport gewesen, Leute. Das war so geil. Und jetzt gelbe Flagge, Vorsicht, doppelgelb. Leider funktioniert, ich drücke den Knopf, aber der Knopf funktioniert nicht. Ist ein Knopf leider am Lenkrad ausgefallen für Code für 120, für doppelt gelb. Das heißt, ich musste selbst meine Geschwindigkeit reduzieren. Pitlimiter geht aber, denn jetzt war auch Code 60 ab hier, da fährt man nur noch 60. Und da seht ihr nämlich, wir haben hart gefightet, aber wir haben uns nicht berührt. Niemand von uns ist abgeflogen. Das sieht häufig anders aus auf der Nordschleife. Hier links sieht der M6 GT3 vom BMW-Team ist da abgeflogen. Und ein anderer Cayman hing da auch noch mit zusammen. Also so schnell kann es gehen, ne, auf der Nordschleife. Da kannst du auch einfach mal abfliegen. Das ist uns Gott sei Dank nicht passiert. Hier ist wieder grüne Flagge, wieder Rennbedingungen, wieder Vollgas, Leute. Und das heißt, wir haben jetzt auf einmal die Chance auf einen Sieg hier in unserer Kategorie. Also Vollgas. We'll be right back.
Rennen, was sie hatte. Ich wusste ja, dass sie verdammt schnell ist, wenn der vor einem ist oder vor allem, wenn der hinter einem ist, wenn er im Nacken ist und man fightet mit dem. Oh, shit. Aber trotzdem zufrieden mit dem letzten Saisonszenen von mir. Den zweiten Platz, Mindestziel haben wir. Auch wenn wir davon profitiert haben, dass der Evo ein Problem hatte. Also hoffen wir mal, dass die Jungs das Ding jetzt hier zu Ende fahren. Alter Schwede, du hast mich gefordert, ey. Respekt, Mann. Ja, war geil. Im langsameren Auto ist der Evo mir da nicht nur hinten rangeklebt, sondern habe ich einen Fehler gemacht, ist auch wieder vorbeigegangen. Ja, war geil, ne? Junge, es war so ein geiles, es war das geilste Nordschleife-Play, was ich hatte. Oder? Das war, ja, ich auch. Das war echt geil. Das war richtig schön. Was hast du für ein Problem am Ende? Ja, Krümmer gerissen, deswegen hatte ich keinen Ladedruck mehr gehabt. Ja. Jetzt sind wir leider ausgefallen. Schade, schade. Wäre geil gewesen bis zum Ende. Ja. Weil ich glaube, wir hätten trotzdem gewinnen können, weil du bist der schnellste am Auto gewesen. Wir haben so gewettelt hier. Ja. Zeige ich mal wahrscheinlich, eieieiei. Wie fandest du die ersten paar Runden, als wir gefightet haben? Ich hatte ein bisschen Panik. Ich hatte nämlich schon die Befürchtung, dass ihr zwei euch nicht beherrschen könnt und wir die Dinger in Teilen nach Hause bringen. Wir sind immer fair gefahren. Ja, du hast schon manchmal Ecken zugemacht, wo schon echt grenzwert. Ja, ich hab aber leider ein Glück wieder mitbekommen. Also 8,26 ist mein Rekord. Ich hätte jetzt, glaube ich, eine 8,22, 8,23 gehabt. Ja, weil ich wollte sagen, das ist ein Rekord. 8,26 hatte ich im Kopf. Ich fahre eine 8,26 und der Typ klebt mir im Nacken. Ich glaube, das ist nur meine schnellste Runde, die ich hier gefahren bin. Ein bisschen fahren kann er leider. Ne? Yves kann leider verdammt gut fahren. Das ist aber auch seine einzige Qualität. Ist egal, wenigstens etwas. Aber danke. Und der hat ja auch noch vor kurzem Geburtstag. Zarte 20 ist er geworden. Wir haben da noch was vorbereitet. Du bist ja so ein bisschen traurig gewesen nach 24 Stunden, weil der Felix einen Kuchen bekommen hat. Weil ich das ja nicht so gerne sehe, wenn du traurig bist. Haben wir gedacht, komm, weil du Geburtstag hattest, komm mal dir auch mal eine Kleinigkeit. Du sollst ja auch nicht ganz leer ausgehen. Ich bin auch mit deiner Leistung heute. Hast du diesen Kuchen wirklich verdient? Oh, deiner Größe. Alles Gute zum 14. Geburtstag. Ich hoffe, ich habe mich mit den Kerzen nicht vertan. Nee, passt. Perfekt. Freust du dich? Ja, super. Komm, Felix, du kriegst auch ein Stückchen. Oh, das ist aber großzügig von dir. Komm her. Komm, sei nicht so, ein Stück noch. Hier, komm. Vielen Dank, Yves, du bist so nett. Hier bist du irgendwie viel netter als auf der Strecke. Aber jetzt schauen wir erstmal, was meine beiden Teamkollegen noch machen. Und auf welchen Platz wir jetzt insgesamt rauskommen. Was ist denn bei dir passiert? Weiß auch nicht, irgendwie. Das ist der Feuerlöscher losgegangen, aber nicht so viel, nur ein bisschen. Ja, ich war bis hierhin. Vorhin. Lusttropfen. Ja, willst du jetzt vertuschen, dass es gekommen ist, weil es so gut war oder wie? Aber konntest du mal weiterfahren? Ich hab's gemerkt, wo wir jagt. Dann habe ich schon runtergeguckt, dann ist alles voll. Hey, heute ist echt gewonnen. Das eine GT4-Auto fällt aus. Bei unserem geht der Feuerlöscher los. Wir verlieren mega viel Zeit, sind irgendwo weiter hinten. Und der andere GTX ist gerade einfach stehen geblieben mitten auf der Strecke. Keine Ahnung, was los ist. Nur noch 16 Minuten bis zum Ende. Zweimal heute geht der Feuerlöscher los hier wieder. Also kleine Schaumbad kann man jetzt auf jeden Fall nehmen. Jawohl! Wir sind im Ziel, Leute. Zielflagge wurde geschwenkt. Wir sind Erster geworden. Aber nur, weil wir die Einzigen sind, die durchgefahren sind. Die anderen sind ausgefallen. Also auch wenn wir einmal jetzt nur Glück hatten. So, das gehört im Langstreckensport auch dazu. Du musst eben ankommen ins Ziel, um zu gewinnen. Und das haben wir eben. Das ist die Nürburgring Nordscheibe, Leute. Ja, beschweren kann man sich bei dem Ergebnis auch eher weniger. Sehr viel Gutes über mich gesagt, deswegen gönne ich es ihm. Jungs, das war ja, mega stark. Zack, ja. Vielen Dank fürs gute Wochenende. Vielen Dank fürs Aufsaugen des ganzen Feuerlöschschaums. Ja? Ich bin der Einzige, der trocken geblieben ist. Jetzt nicht mehr ganz, das bin ich auch nicht. Aber ihr habt wenigstens Champagne statt Feuerlöschschaum. Aber ja, das war Speakin' Racing Song 2021. Wie es nächstes Jahr weitergeht. Mal schauen, steht alles noch in den Sternen, aber mega, mega Dankeschön auf jeden Fall an Teichmann Racing, die ganze Saison hier möglich gemacht haben. Sehr, sehr cool von euch. Danke speziell an Michael natürlich. Und ja, mal gucken, was wir nächstes Jahr noch alles so vorhaben. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.